Hallo und seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Heute geht es um den Tech-Sektor, der stark unter Druck geraten ist. Nasdaq 100, Tesla, Supermicrocomputer und die CrowdStrike. Liebe Zuschauer, kurz vorweg, wenn euch unsere Analysen, Videos und Ideen soweit gefallen, lasst doch ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video von uns mehr verpasst und stellt uns Fragen in den Kommentaren. Ich begrüße bei mir im Studio Samir und Andreas vom Märkte und Trends-Team. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Bonjour. Gestern haben die Märkte ordentlich Federn gelassen, allen voran der Tech-Sektor. Nasdaq 100 hat gut verloren. Wie seht ihr denn die aktuelle Lage beim Nasdaq? Ja, die Psychologie bei den Märkten hat sich geändert. Und zwar kann man das an der Marktentwicklung auch sehen. Es geht nicht mehr um Zinssenkungen. Die Zinssenkungen selber sind im Prinzip in dem Markt auch eingepreist. Die Diskussion um die Zinssenkung ist jetzt nicht mehr positiv, sie ist negativ. Warum? Weil wir ja schon an der Berichtssaison sehen, dass sehr viele Unternehmen Gewinnwarnungen aussprechen. Das heißt, dass die Umsätze gehen zurück, die Gewinne erodieren. Das tun sie allerdings schon eine Weile bei vielen Unternehmen. Im letzten Quartal haben wir das auch schon gesehen. Und nun kam gestern auch noch ein ehemaliges FED-Mitglied, Mr. Dudley, und hat gesagt, die Notenbank sollte bereits am kommenden Mittwoch die Zinsen senken, weil er sehe da etwas größeres Unheil auf den Markt zukommen, was eine mögliche Rezession angeht. Also der Markt spielt jetzt schon die Rezessionskarte. Und die Rezessionskarte heißt ganz einfach, sinkende Gewinne, sinkende Umsätze und viele Schwierigkeiten und viele Unternehmen in Turbulences. Samir, du hast es in den letzten Tagen häufiger angesprochen. Dir war das alles ein bisschen zu unangenehm, die ganze Geschichte. Und du hattest immer gesagt gehabt, am liebsten würdest du so alles zumachen. Wie stehst du denn momentan noch dazu und wie siehst du den Tech-Sektor gerade? Ja, tatsächlich. Also ich könnte mit in den Hintern beißen, bin auch wirklich schon verärgert über die Situation, aber it is what it is. Ich hatte ja gesagt, mir gefällt das Ganze nicht, es ist einfach zu viel Optimismus da drin, die Märkte sind zu heiß gelaufen und ich hatte ja auch immer wieder hier auf die Nasdaq das ein oder andere mit auf den Weg gehen, wo ich sagte, ja, mach dir das nicht Angst, dass wir so parabolartig nach oben rauslaufen. Man ist ja jetzt schon lange an den Märkten mit dabei, dass sowas nie gut endet, erstmal kurzfristiger Natur. Jetzt haben wir fast von der Spitze eine 9% Korrektur, kann man schon fast sagen. Per Definition ist eine Korrektur so ab 10%. Wir sind jetzt so knapp bei 8,48%. Gut, jetzt irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt alles raus, wäre, glaube ich, meines Erachtens nach nicht die optimale Lösung. Das sind schon jetzt wieder fast Einstiegskurse. Aber das Depot selbst ist jetzt natürlich auch bei uns etwas stärker runtergekommen. Wir sind da jetzt roundabout knapp bei 60%. Das ist wirklich sehr ärgerlich, weil ich schon gerne hätte, dass man stärker in diesen steigenden Markt oder beziehungsweise als wir da oben so ein bisschen hin und her geschoben haben, doch mal einen Großteil der Positionen zu schließen. Mhm. Aber gut, dazu müssen wir uns jetzt auch nach der Sendung nochmal hinsetzen, reden. Aber jetzt eine Entscheidung zu treffen, schon rauszuschmeißen, da ist der Markt schon einfach zu stark durchgerollt und jetzt muss man erstmal abwarten. Nasdaq 100 seid ihr auch positioniert. Die Position ist dementsprechend durch den Abverkauf auch ein bisschen ins Minus geraten. Du hast aber gesagt, es sind auch schon fast wieder Einstiegskurse, was Nasdaq 100 betrifft. Dazu schauen wir uns mal am besten das Zertifikat an. Also nach wie vor vertrete ich die Meinung, Einzelwerte im Moment vermeiden. Andreas hat es ja auch gerade gesagt, wir sind jetzt in der Berichtssaison, es gibt sozusagen auch die Gewinnwarnung und die Stimmung an den Märkten ist da jetzt erstmal so ein bisschen leicht eingetrübt. Dennoch, was den einzelnen Index betrifft, den würde ich eher stärker favorisieren. Da ist das Zertifikat jetzt im Moment knapp mit 9,46% im Minus und hier haben wir auch bewusst einen niedrigen Hebel von 3 geholt, um einfach weiterhin zu akkumulieren, wenn Druck entsteht. Ich denke schon, dass so Kurse um 19.100, wo wir jetzt gerade sind, weiterhin noch attraktiv sind. Natürlich muss man da jetzt nicht jeden Tag irgendwo eine Tranche reinnehmen, aber falls es nochmal einen Ticken tiefer gehen sollte, dann würden wir auch eine zweite Tranche soweit aufbauen. Also insgesamt, die Wertpapierkennnummer ist die UK1TQH-Faktor 3. Das bedeutet, wenn der Index 1% zulegt, macht unser Zertifikat 3% und umgekehrt genauso, wenn der Index 1% abgibt, dann machen wir auch 3% soweit Minus. Man kann durchaus auch relativ gut erkennen bei der Nvidia-Aktie und da gab es ordentlich die Tage eins aufs Dach. Hier hatte ich immer auch diesbezüglich damit erwähnt, dass ich eher die Finger weglassen würde, weil einfach zu viel Hype in dieser Aktie mit drin ist. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit fast 20% runter. Hier hatte ich ein persönliches Kursziel, wo ich auch nach wie vor daran festhalte, Richtung 100 US-Dollar. Wir sind jetzt knapp bei 114 US-Dollar.
Und ich denke schon, dass so Kurse um 100 Dollar, vielleicht sogar ein bisschen unten drunter, durchaus nochmal attraktiv sein könnten, mal die ersten Drawdown wieder reinzunehmen. Und jetzt, ja, es war einfach nur Zeit gewesen, dass dieser aufgeblasene Ballon von vielen Tech-Werten erstmal wieder so ein bisschen Luft abgelassen wird und zu viel Euphorie und Optimismus mit eingepreist war. Andreas, bei der Tesla ging es auch weiter runter gestern, knapp 12% verloren. Wenn man sich das ja jetzt mal auf das Jahr anschaut, das ist ja ein ziemliches Auf und Ab. Mhm. Wie seht ihr denn die Tesla aktuell und was ist denn euer Plan, was die Tesla betrifft? Ja, wir haben es ja schon gerade gesagt, dass wir mit dem Zertifikat noch im Plus liegen, natürlich deutlich verloren haben. Wir haben ja beide gesagt, dass wir drin bleiben mit den Zahlen. Jetzt sind wir drin, jetzt bleiben wir jetzt auch erstmal vorläufig drin. Wir werden aber natürlich heute erstmal überprüfen, ob wir dieses Depot auch nochmal umbauen nach den Gegebenheiten, die jetzt da sind. Sie haben es gerade gesagt, es macht jetzt gar keinen Sinn, sofort irgendetwas zu machen. Aber es macht schon Sinn, perspektivisch etwas zu machen, weil der August natürlich kein Monat ist, der grundsätzlich dafür bekannt ist, dass er große, tolle Rosen spinnt, sondern im Gegenteil eher so ein bisschen in die Hölle führt manchmal. Wir haben, wie gesagt, diese Notenbank-Sitzung vor uns. Das dürfte sicherlich nicht ohne Turbulenzen weiter abgehen, aus meiner Sicht. Insofern macht das natürlich Sinn, die Risiken zu minimieren. Und klar ist auch, wenn man immer die Nachschau macht, der hätte, dann hätte man natürlich, klar. Aber das bringt einem ja nichts, sondern du musst ja die Situation, so wie sie jetzt ist, mit der musst du dealen. Wir sind immer noch mit unserem Zertifikat-Depot sehr gut vorne. Und wie gesagt, das Zertifikat mit der Kennnummer UK7U3K, Hebel, wie gesagt, auch wieder ein bisschen höher, 1,76, haben wir noch. Wir überprüfen das dann, ob wir dieses Zertifikat dann in einer möglichen Gegenbewegung verkaufen oder ob wir es dann gegebenenfalls schon diese Woche verkaufen werden. CrowdStrike ist eine Neuaufnahme von euch gewesen am gestrigen Tag. Ihr habt eine Chance gesehen nach dem, ja, ich sag's mal, wirklich sehr schwarzen Freitag für die CrowdStrike, wo es einen ordentlichen Abverkauf gegeben hat, dass dort vielleicht wieder Möglichkeiten entstehen. Genau, bei der CrowdStrike-Aktie muss ich sagen, gefällt mir eigentlich noch weiterhin recht gut, weil wir haben schon einen sehr starken Abverkauf gesehen, ausgelöst durch das Update von CrowdStrike, die die Betriebssysteme von Microsoft sozusagen lahmgelegt haben. Gut, zur Entschädigung gab es gestern, wie ich auch mitbekommen habe, für die CrowdStrike-Mitarbeiter nochmal Gutscheine von 10 US-Dollar, dadurch, dass sie da sich in diese Arbeit reingehängt haben und da auch entlohnt werden, um diese Problematiken natürlich weiterhin auch fleißig soweit zu lösen. Gestern sind wir jetzt mit CrowdStrike knapp 3,99% nochmal ein bisschen runter. Das ist auch in Ordnung, weil die Aktie noch immer noch ein bisschen belastet ist, aber durchaus weiterhin sehr interessant ist. Gerade im Bereich der Cybersecurity ist nun mal CrowdStrike sehr stark vorne mit dabei. Klar gibt es gewisse Imageverluste, aber hier würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Aktie ist, die jetzt Richtung Null gehen wird, sondern durchaus jetzt erstmal auch mit dem Gesamtmarkt nach unten nach unten getrieben wird. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, ob wir die CrowdStrike hier haben. Da ist sie. Unser Zertifikat, genau das hatten wir auch gestern soweit vorgestellt, halten wir auch im Moment erstmal weiter daran fest, ist die Wertpapierkennnummer MA4AW4. Auch hier ein Faktorzertifikat, lediglich mit einem sogenannten Faktor 2 oder Hebel 2. Da sind wir jetzt mit 8,17% im Minus. Wir haben eine kleine Positionsgröße. Hier haben wir die Strategie nach wie vor, dass wir weiterhin akkumulieren, wenn Bedarf ist. Und von daher schauen wir uns die CrowdStrike an. Aber es kann durchaus sein, wenn natürlich der Druck bleibt, so wie wir es jetzt auch gerade besprochen haben, seitens der Zinsentwicklung und vor allem aber auch jetzt das Thema Rezessionsängste. Daran glaube ich jetzt erstmal im Moment wenig. Wenn überhaupt, dürfte das dann im nächsten Jahr ein stärkeres Thema sein. Wir haben Präsidentschaftswahlen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man jetzt Angst und Schrecken verbreiten wird während der Präsidentschaftswahl. Da wird es mit Sicherheit jetzt mit diesem Sell-off, den wir jetzt gesehen haben, und der war nicht wenig, das war jetzt ordentlich die letzten Tage, wieder Beruhigung geben oder zumindest technische Gegenbewegung. Da kann man nochmal Entscheidungen treffen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben jetzt erstmal Druck im Markt, gar keine Frage. Hätte man vorher reagieren müssen? Ja, und hätte, war es nicht. Man hat hier konkret darüber gesprochen, was man machen, was man hätte machen können, wo man einfach eine Entscheidung treffen musste. Jetzt ist man erstmal in der Situation drin. Man bewahrt die Ruhe und wir warten auf eine Gegenbewegung ab. Und dann werden wir sukzessive schauen, wie wir uns weiterhin aufstellen. Letzter Wert der heutigen Sendung ist die Supermicrocomputer. Durch den starken Abverkauf wirklich ordentlich unter die Räder gekommen, hat mit dem Tech-Bereich, ja, wie du es vorhin schon schön gesagt hast, richtig eins draufgekommen. Das hat dann dementsprechend auch leider eure Position dort erwischt. Ja.
Hat es. Wir haben, glaube ich, irgendwann Mitte Juni gekauft. Da war die Aktie so auf dem Weg Richtung 1000 Dollar, also einem Ausbruch. Das hat sich nicht bewahrheitet. Die Aktie ist also wieder zurückgelaufen, hat auch nicht mehr dieses Hoch von damals erreicht. Und jetzt hat sie praktisch den unteren Level dieser Seitwärtsbewegung erreicht, die sie eigentlich schon seit Mai macht. Das Zertifikat ist mit, glaube ich, 60% im Minus rausgegangen. Das war ein ganz klarer Mistrade, ein richtiger Fehlgriff, ein Fehltrade, das muss man ganz klar sagen. Aber wir sagen auch immer wieder, dass wir dann eben mit diesen kleinen Hebeln und kleinen Positionen unterwegs sind, damit wir uns hier nicht irgendwo in das absolute Chaos begeben. Genauso wie wir natürlich gute Trades fabrizieren, fabrizieren wir auch Mistrades, das ist ganz normal. Da muss man aber eben sagen, dass du da völlig falsch gelegen hast in dieser Einschätzung. Und dann musst du es halt auch korrigieren und sagen, okay, wie Samuel das auch richtig gesagt hat, wir halten uns jetzt erstmal von den Tech-Werten etwas fern. Wir haben sozusagen jetzt einen weiteren rausgekickelt bekommen durch einen Stop. Und wir bewerten die Situation aber in Ruhe, ohne dass das mit Hektik zu machen ist, weil es gilt jetzt wirklich Augenmaß zu haben für die kommende Situation. Noch einmal, das Zertifikat war ja gerade eingeblendet mit der Kennnummer UM15MY. Der Hebel ist, wie ihr gesehen habt, wir gehen ja immer mit dem Zweierhebel oder etwas drunter sogar rein, ist jetzt sogar auf 3 gestiegen. Das Minus war hier 60,1%. Genau, also auch wichtig nochmal zu erwähnen, weil immer auch die Frage gestellt worden ist, ja, warum so ein niedriger Hebel? Das sind genau diese Gründe, wenn es mal ordentlich zur Sache geht, dann kommen halt auch ordentliche Schübe nach unten weg. Und dann ist man auch relativ schnell aus dem Geschehen draußen. Ja, es ist jetzt gerade im Moment ärgerlich. Wir waren jetzt in der Spitze knapp 80% mit dem Depot vorne. Jetzt haben wir durch den Rücksetzer sind wir knapp bei 61%. Ist noch alles in Ordnung, aber trotzdem, ich könnte mir nach wie vor in den Hintern beißen, dass wir nicht einfach hier reagiert haben und gesagt haben, komm, nimm's mal alles raus oder wir bauen die Position ab. Mir hat das Ganze auch tatsächlich nicht so wirklich gut gefallen, was da zu sehen war. Aber gut, it is what it is. Man muss jetzt aus dieser Sache weiterhin das Beste machen. Noch ist nicht alles an Porzellan zerschlagen, aber ärgerlich ist die Situation definitiv, dass man hier nicht einfach feste Entscheidungen getroffen hat. Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Es geht aber weiter um 14.15 Uhr im Livestream auf heavytraders.live. Den Anmeldelink findet ihr auch hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Und da werden wir natürlich die aktuellen Themen von heute Morgen auch nochmal aufgreifen. Wir werden schauen, dadurch, dass die Märkte runtergegangen sind, was tun. Es wird eine intensive Depotbesprechung hier auch anstehen. Dann werden wir uns noch verschiedene Werte anschauen, wie zum Beispiel CAC40, das ist der französische Index, Bitcoin und Coinbase. Also auf jeden Fall lohnt es sich einzuschalten heute um 14.15 Uhr im Livestream auf heavytraders.live und nachträglich wird das Video auch auf unseren eigenen YouTube-Kanal Heavy Traders hochgeladen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und würden sagen, bis später um 14.15 Uhr.